Hallo und herzlich willkommen jetzt also zum 5.1. Teil komplexe Zahlen. Und zwar geht es hierbei nicht mehr um die Multiplikation, die hatten wir im 5.0. Teil, sondern um die Division in der kartesischen Form. Wir haben hier a gleich minus 3 plus 4i und b gleich 4 minus 2i und wollen jetzt c gleich a durch b rechnen. Dazu gibt es auch noch eine Herleitung auf zwei Wegen. Allerdings werde ich jetzt hier erstmal nur ganz normal den Rechenweg zeigen, damit man dann hinterher, wenn man die Herleitung kennt, darf man das ja anwenden, damit weniger Probleme haben sollte. Gut, wir schreiben erstmal hin, gleich minus 3 plus 4i geteilt durch 4 minus 2i. Jetzt ist der Trick bei der ganzen Sache, wir multiplizieren oder wir erweitern den Zähler und den Nenner, beziehungsweise wir erweitern diesen Bruch mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners. Und die konjugiert komplexe Zahl ist viel einfacher, als der Name erwarten lässt. Wir nehmen einfach nur das Vorzeichen von dem imaginären Teil und tauschen es. Das heißt, wenn hier ein Minus steht, dann kommt hier ein Plus hin, wenn hier ein Plus steht, dann kommt da ein Minus hin. Also erweitern heißt ja im Zähler und im Nenner mit dem gleichen Wert erweitern. Und was passiert dann? Das können wir jetzt hier auch schon mal vor der Herleitung irgendwie vorwegnehmen. Es passiert Folgendes, dass hier oben, hier im Nenner, nicht oben, sondern hier unten, steht ja jetzt sowas wie a minus b mal a plus b. Und das bedeutet, dass wir dann hier eine dritte binomische Formel haben, die ist ja a² plus b². Nein, ist sie nicht. a² minus b² heißt die. Aber das Plus war trotzdem gerade gar nicht so verkehrt, denn wir werden das gleich sehen. Wenn ich 4 minus 2i multipliziere mit 4 plus 2i und das jetzt auf die altmodische Art und Weise des Ausmultiplizierens, dann kommt hier raus 16 plus 8i. Minus 8i, also die beiden, die hier werden sich gleich schon verabschieden, und dann minus 2i mal plus 2i sind minus 4 mal, und i mal i ist i Quadrat, kennen wir aus dem Multiplikationsteil, i Quadrat ist minus 1, jetzt kann ich hier nochmal minus 1 hinschreiben oder gleich ein Plus. Minus 8i plus 8i fällt ja weg. Und 16 plus 4 ist 20. Das bedeutet, hier unten steht tatsächlich 20. Und dadurch habe ich diese komplexe Zahl komplett reell hingebaut. Ja? Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass wenn wir den imaginären Teil hier wegnehmen, bei dieser Multiplikation oder als Merkbrücke, wenn es einem nicht die Merkbrücke zu den binomischen Formeln verbaut, kann man hier ein Plus hinpacken. Denn, das haben wir hier gerade eben gesehen, es kommt tatsächlich 16 plus 4 raus. Und das ist, 16 ist das Quadrat von 4. Und die 4 hier ist das Quadrat von der 2. Wenn wir also das i hier weglassen, können wir uns das so merken. Ansonsten sollte man sich das möglichst einfach nochmal ausmultiplizieren. Wenn wir hier oben ausmultiplizieren, 3 mal minus 3 mal 4 sind minus 12. Das haben wir im Prinzip gerade eben schon mal gesehen. Ne, haben wir nicht gesehen. Weil das hier ist ja die konjugiert komplexe Zahl und gerade eben haben wir die Multiplikation von dem und dem gemacht und das war ja nicht die konjugiert komplexe Zahl. Bla bla bla, weiter geht's. Minus 3 mal 4 ist minus 12. Minus 3 mal 2i sind minus 6i. 4 mal 4i mal 4 sind plus 16i und 4i mal 2i sind plus 8 mal minus 1. Denn i Quadrat ist ja minus 1, also 4 mal 2 rechne ich, sind 8 und zwar plus 8 und i mal i ist minus 1, also kommt hier minus 8 hin. Und das ist dann gleich, damit ich hier nicht so in die Schwärze gleich komme, minus 12 minus 8 sind tatsächlich, halt, haha, ja, da steht ein Minus, das stimmt. Das ist alles völlig korrekt. Ich habe hier nur in meinem Vorbereitungszettel einen kleinen Fehler gehabt. Minus 20 sind das. Minus 6 plus 16 ist plus 10i durch 20. Und das können wir jetzt auflösen in einen reellen Teil und in einen imaginären Teil, so wie hier. Minus 20 durch 20 sind minus 1 und 10i durch 20 ist plus 1/2i. Und damit können wir jetzt hier einmal schon mal festhalten, wie wir dividieren zwei imaginäre Zahlen, indem wir sie als Bruch tatsächlich hinschreiben, dann diesen Bruch erweitern mit der konjugiert komplexen Zahl des Nenners. Diese konjugiert komplexe Zahl hat nur ein umgekehrtes Vorzeichen vor dem imaginären Teil. Und dann können wir das alles auflösen bzw. ausmultiplizieren im Zähler und im Nenner und können dann hinterher den reellen Teil durcheinander teilen
und diesen Teil hier auch durcheinander teilen und dann haben wir die Suppe durch. Und dazu wird es natürlich jetzt auch noch eine Herleitung geben. Und aber zwischenzeitlich halte ich hier nochmal das Schild ins Bild und sage Tschüss und auf Wiedersehen.